und damit zu meinem Kollegen Marcel Matiasowski. Hallo Marcel. Guten Morgen. Quasi hallo den Flur runter. Du bist bei Raven als Teamlead Employer Marketing für den Bereich verantwortlich, der abseits des Klassiker Stellenanzeigen dafür sorgt, dass die offenen Stellen unserer Kunden genug Traffic erhalten und ihre Karriereseiten, nämlich den Traffic, den sie brauchen, um Stellen zu besetzen und genug Kandidaten zu generieren. Dein Thema heute betrifft ein sehr spezielles, aber keinesfalls kleines Medium, nämlich den Audio-Streaming-Dienst Spotify. Und wie man dort letztlich HR-Marketing betreiben kann, kleine Nische, glaube ich, die noch nicht so stark genutzt wird. Ein paar Themen, Beiträge dazu gab es schon mal. Also auch du hast 100 Sekunden ab jetzt. Vielen Dank. Ich steige auch direkt ein. Spotify kennt jeder von uns, einer der größten Musikstreaming-Anbieter weltweit mittlerweile knapp 350 Millionen aktiven Usern. Spotify als Marketingplattform selbst bietet uns Marketer viele Touchpoints, um die User in verschiedenen Alltagssituationen anzusprechen, also zum Beispiel beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit selbst. In Deutschland selbst, auf den deutschen Markt bezogen, haben wir 10 Millionen aktive Nutzer und darunter ist die Geschlechterverteilung sehr gut ausgewogen. Also wir haben knapp 50% weibliche User und 50% männliche User. Unsere Kernzielgruppen hier hingehend sind tatsächlich zwischen 25 und 44 Jahre alt. Das heißt, die Plattform bietet sehr gute Ansprachemöglichkeiten bezüglich Studenten, Absolventen, Young Professionals oder auch Professionals. Und von diesen 10 Millionen Usern in Deutschland selbst können wir 55% mit den Ads ansprechen. Das bedeutet, das sind Free-User. Spotify selbst bietet uns eine Menge an Werbeformaten. Neben diesen klassischen Audio-Ads, die wir vielleicht auch aus dem Radio kennen, haben wir auch die Möglichkeit, Video- oder Display-Kampagnen zu fahren, um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Spotify selbst bietet uns eine extreme Flexibilität, was das Budget angeht und was den Zeitraum angeht für eine Kampagne. Wir haben lediglich nur ein Mindestbudget von 300 €, an das wir uns halten müssen. Zusätzlich haben wir im Gegensatz zum Radio sehr gute Targeting-Möglichkeiten. Neben den klassischen demografischen Targetings können wir auch Regionen, Städte oder Postleitzahlengebiete ins Targeting mit reinnehmen. Zusätzlich haben wir hier ein Prognosetool für die Reichweite unserer anstehenden Kampagne, was uns eine Planungssicherheit gibt. Einen Satz will ich noch kurz sagen. Mein Fazit zu Spotify: Es ist ein reichweitenstarker Kanal, um User in vielen alltäglichen Situationen streuverlustarm und gezielt zu erreichen. Und das bei vollständiger Kostentransparenz. Okay. Also probieren Sie Spotify aus. Ja, danke schön mal. Jetzt gucken wir mal, was reinkommt. Hier nochmal eine Rückfrage zu den Ad-Formaten. Welche Ad-Formate gibt es auf Spotify? Genau, also prinzipiell gibt es die Audio-Ad, also diesen klassischen Audio-Spot, der zwischen den Podcasts oder zwischen den Liedern gespielt wird. Aber auf der anderen Seite können wir quasi auch Takeovers nutzen. Das bedeutet, die ganze Homepage von Spotify selbst oder der App wird quasi überschattet, entweder von einem Video oder von einem Banner. Und zusätzlich gibt es auch noch Sponsored Sessions. Das bedeutet, dass ganze Playlists zum Beispiel von einem Unternehmen gesponsert werden können. Da habe ich eine Nachfrage. Gibt es Zahlen seitens Spotify, wie häufig User wirklich die Seite sehen? Weil es ja mehr ein Audiodienst. Gibt es sicherlich. Wir selbst zum Beispiel für unsere Kundenkampagnen nutzen diese Takeovers auch gar nicht, weil die sehr, sehr kostenintensiv sind. Das kann man sich vorstellen wie eine Festplatzierung bei der FAZ auf der Homepage. Also es ist dementsprechend sehr, sehr teuer und dementsprechend für uns auch dann nicht mehr kosteneffizient, außer es geht wirklich um eine große Imagekampagne. Nächste Frage, die reinkommt, ist: Wie unterscheiden sich Spotify-Ads von Radio-Ads? Ich würde sagen, da gibt es einfach viele Faktoren. Das ist einmal das gezielte Targeting, was wir mit Spotify machen können, das Programmatische dahinter. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Genders ein- oder auszuschließen. Wir können eine Altersstruktur festlegen, auf welche User wir targeten möchten. Und zusätzlich natürlich die regionale Ausspielung, die uns ermöglicht, wirklich nur auf einzelne Postleitzahlen runter zu targeten, was ja, die Ausspielung der Ads und die Kosten sehr effizient gestaltet im Gegensatz zum Radio. Noch eine Frage, die reinkommt. Wie sieht das Reporting aus? Können wir während der Laufzeit, kann ich während der Laufzeit eingreifen und Ads anpassen? Also kann ich das gestalten mehr?
Absolut. Also AB-Testings sind hier auch möglich. Wir haben als Raven 51 hier eine der wenigen Agency-Accounts und können somit auch jederzeit für den Kunden Reportings ziehen. Wir können andere Werbemittel zum Beispiel im AB-Testing testen und die besser performenden zum Beispiel dann weiter ausspielen. Mhm. Also hier haben wir völligste Transparenz. Hier auch nochmal eine Nachfrage eben. Macht visuelle Werbung denn wirklich Sinn? Denn beispielsweise in der App, die nutze ich ja nicht. Also ich habe das ja in der Regel in der Tasche, zumindest wenn ich es mobil nutze. Deswegen nochmal haben wir da Erfahrungswerte? Wird das geklickt? Haben wir da Reporting schon zu? Also letztlich muss man auch sagen, ich stimme dem erstmal zu, dass die visuellen Elemente auf Spotify eher, würde ich sagen, sekundär oder tertiär sind. Hier geht es wirklich darum, Audio-Spots zu generieren bzw. auszuspielen, weil der Hörer sowieso in einem Hörermedium ist, im Audioformat. Und genau, ja, also von daher, wir haben Erfahrungen, aber die Banner werden hier wie im Display-Bereich auch zwischen 0,1 und 0,3% Klickrate geklickt. Also ja, ich würde sagen, im Mittelmaß des Marktes. Mhm. Okay, eigentlich durch, aber wenn eine Frage reinkommt, sehen wir darüber hinweg. Wie sieht es bei der Premium-Version aus? Kann ich dort auch Werbung ausspielen? Nein, ich glaube, dort geht tatsächlich nur, wenn man solche Takeovers benutzt, aber die klassischen Audio-Spots kann man dort nicht verwenden. Das ist ja letztlich auch das Premium-Angebot von Spotify, dass man eben nicht durch Werbung gestört wird. Genau, letztlich wie bei Xing und anderen Anbietern. Richtig, ganz genau. Marcel, vielen, vielen lieben Dank für deinen Pitch. Du hast auch noch ein Goodie mitgebracht. Alle Teilnehmer des heutigen Elevators erhalten einen Rabatt von 10% auf ihre nächste Mediaplan-Konzeption. Das betrifft also nicht nur Spotify, sondern wenn jemand breiter sich aufstellen möchte, Personalmarketing machen möchte, kriegt er von uns ein kleines Goodie. Dafür wenden Sie sich als Teilnehmer bitte einfach an partners@raven51.de und wir leiten das dann intern an die Kollegen weiter. So, jetzt nehme ich nochmal alle mit rein, würde ich sagen. Denn das war schon wieder der Raven 51 Elevator, der 100-Sekunden-Pitch Ihrer Personalmarketing-Agentur für Talent Attraction und Next Level Recruiting. Corona macht eine kleine Pause scheinbar, also machen wir im Juli auch eine kleine Sommerpause. Allerdings im August kommen wir dann nochmal zurück und dann gucken wir mal, wie weit Corona ist und wie weit das Format ist und in welchen Tonus wir dann gehen, etc. Pitchen werden am 10. August, also wieder an einem Dienstag, Joblift, der Berufscoach Max Hösel und unsere Agenturkollegen von Milch und Zucker. Dürfte also wieder interessant werden. Am besten melden Sie sich direkt an, wie gehabt, auf unserer Webseite. Das ist jetzt freigeschaltet schon wieder. Danke an die heutigen Referenten, Richard, Stefan, Florian, Marcel. Vielen Dank für eure Zeit und die tollen Beiträge. Danke auch an alle Teilnehmer. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Falls nicht, keep calm, keep quiet and try again in August. Bis dahin, bleiben Sie bitte alle gesund, bleiben Sie stark. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ihre Raven 51 AG, Ihr Udo Völke. Machen Sie es gut. Tschüss.